Hans Eisler und die Berliner Stadtbibliothek. Der daran anschließende Neubau wurde als Sitz des BDI, des Bundesverbandes der deutschen Industrie, errichtet. Die bronzene Altarskulptur links zeigt den heiligen Georg als Drachentöter. Für den Kampf zwischen Gut und Böse. Der Drache steht laut preußischer Interpretation für den durch die Befreiungskampf. Es geht jetzt nicht weiter Spreeaufwärts oder zu Berg, wie es in der Schifffahrt heißt. Unser Schiff wendet hier. Wir möchten allerdings noch den alten historischen Hafen erwähnen, der sich hinter der Schleuse befindet und in dem heute restaurierte Museums- sowie Restaurantschiffe liegen. Das grüne hohe Kupferdach im Hintergrund gehört zum Märkischen Museum, in dem die Geschichte und Kultur der Stadt Berlin dokumentiert sind. Es handelt sich größtenteils um Plattenbauten aus der DDR-Zeit. Hier verwendete man allerdings kleinteilige, abwechslungsreiche Formate und spitze Giebel mit Das auffälligste Gebäude der Häuserfront ist das Kurfürstenhaus aus rotem Sandstein, das im Stil des Barock erbaut wurde. Wurde zwar im Krieg von Bomben getroffen, hätte aber wieder renoviert werden können. Die DDR-Regierung beschloss jedoch, das Schloss in die Luft zu sprengen, damit nichts mehr an die alten kaiserlich-preußischen Zeiten erinnerte. Anstelle des Schlosses errichtete man den Palast der Republik, Sitz der Volkskammer der DDR und öffentlich zugänglich für alle DDR-Bürger von Humboldt, ein Ort der Kultur, Kunst und Wissenschaft sein. Derzeit ist die Fertigstellung für 2019 geplant, aber wie der Flughafen beweist, baut man in Berlin ja gern mal etwas länger. Gleich 5 Museumsgebäude nehmen die Insel ein. Es handelt sich dabei um das Alte Museum, das Neue Museum, das Pergamon-Museum, das Bode-Museum und um die Alte Nationalgalerie. Die Alte Nationalgalerie ist von Kolonnaden umgeben. Die 5 Museen entstanden in einem Zeitraum von exakt 100 Jahren. Das erste, das Alte Museum, wurde 1830, das letzte, das Pergamon-Museum, 1930 eröffnet. Die Museumsinsel ist Teil des Weltkulturerbes der UNESCO und ein Hauptanziehungspunkt für Kunstbegeisterte aus aller Welt. Besuchen Sie doch einmal die berühmte Büste der Nofretete. Bewundern Sie griechische und römische Vasen sowie den beeindruckenden Pergamonaltar aus Kleinasien. Ausgestellt sind auch Gemälde von Caspar David Friedrich, Adolf Menzel, Max Liebermann und vielen anderen. Um es Besuchern zu ermöglichen, die Highlights der Museen auch in kürzerer Zeit zu besuchen, ist geplant, die Museen unterirdisch miteinander zu verbinden. Nach der Nationalgalerie passieren wir nun die Rückfront des Pergamon-Museums. Die nächste Brücke ist eine Bahnbrücke, ausschließlich für Regional- und ICE-Züge sowie die S-Bahn befahrbar. Dahinter taucht links die Front des Bode-Museums auf, benannt nach Wilhelm Bode.
dass Berlin mehr Brücken hat als Venedig? Insgesamt sind es etwa 1650. Dafür gibt es in Berlin jedoch wesentlich weniger Gondoliere. Das Gebäude links mit dem roten Dach hat schon einiges mitgemacht. Ursprünglich hieß es Alexanderkaserne, benannt nach dem russischen Zaren Alexander, der offiziell oberster Dienstherr des hier stationierten Regiments war. Zur DDR-Zeit war es dann die Friedrich-Engels-Kaserne, Sitz des gleichnamigen Wachregiments. Heute wird das Gebäude friedlicher genutzt. Es beherbergt Teile der Verwaltung der staatlichen Museen und Museumsdepots. Zukünftig sollen hier außerdem Archivräume und Restaurierungswerkstätten entstehen. Das Haus an der nächsten Ecke mit einem Kreuzzeichen im Giebel ist Sitz des katholischen Militärbischofs. Er ist der höchste katholische Militärseelsorger in Deutschland. Sein Pendant, der evangelische Militärbischof, hat seit kurzem seinen Sitz ebenfalls nach Berlin verlegt. Very low ridge. Der Turm auf der rechten Seite gehört zum Berliner Ensemble, früher Theater am Schiffbauer Damm. Ein Name ist natürlich besonders mit dem Haus verbunden, der des Dichters und Regisseurs Bertolt Brecht. Seine